Herr Professor, die Briten überlegen ja jetzt nun offenbar Soldaten direkt in die Ukraine zur Ausbildung ukrainischer Soldaten zu schicken. Und Russland hat natürlich prompt reagiert empört. Welche Gefahren könnten denn damit tatsächlich dann verbunden werden, auch für die NATO? Also zunächst einmal, glaube ich, muss man festhalten, dass gestern der britische Premier hier wieder zurückgerudert ist und sein Verteidigungsminister, der das ja, ich glaube, vorgestern angekündigt hat, wieder zurückgepfiffen hat. Es gäbe keine Überlegungen. Man muss halt unterscheiden. Also völkerrechtlich gesehen sind Ausbilder, also ist alles, was den unterstützenden Staat, den angegriffenen Staat unterstützt, ist völlig legal. Und von daher würde es nicht rechtfertigen, hier Gegenschläge zum Beispiel gegen Großbritannien durchzuführen. Aber es ist natürlich eine andere Frage, inwieweit Putin das als eine Eskalation betrachtet oder die Russische Föderation und daraufhin Maßnahmen ergreift. Aber da muss man dann ganz einfach sagen, für die Russische Föderation ist Großbritannien, sind andere westliche Staaten schon seit Monaten Kriegspartei. Also es würde sich im Prinzip nichts ändern an dieser Rhetorik. Die Frage ist natürlich, würde sie genutzt werden, um Maßnahmen zu ergreifen? Ich glaube allerdings, da es sich ja, wenn überhaupt, um das Training ukrainischer Soldaten handelt, würde die russische Reaktion nicht dergestalt ausfallen, dass man jetzt sozusagen Ziele in Großbritannien oder anderswo bombardieren würde. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.